Heute geht es um das Thema Absicherung der Arbeitskraft. In Deutschland ist es ja so, dass man zum Überleben Geld benötigt. Das mag in anderen Ländern anders sein, aber hier ist das so. Grundvoraussetzung, um Geld zu bekommen, ist in der Regel die Arbeitskraft. Und sollte dein Körper mal nicht mehr in der Lage sein, jetzt mal egal wodurch, Einkommen zu generieren, dann brauchst du Geld. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die erste Frage wäre, zahlt der Staat keine Art Berufsunfähigkeitsrente oder sowas in der Art? Ja, es gibt etwas vom Staat, gibt aber keine Berufsunfähigkeitsrente mehr. Das wurde vor ca. 15 Jahren abgeschafft und durch eine sogenannte Erwerbsminderungsrente ersetzt. Erwerbsminderungsrente, sagt schon der Begriff, hat nichts speziell mit einem vorherigen Beruf zu tun, sondern bedeutet, dass gefragt wird, ob du in der Lage bist, irgendeine Tätigkeit noch auszuüben. Machen wir es etwas einfach formuliert. Staat sagt, wenn du noch 6 Stunden am Tag in der Lage bist, irgendeine Tätigkeit auszuüben, dabei ist nicht wichtig, ob du diese Tätigkeit findest oder ob das irgendwie reell ist, sondern das ist die Theorie, zumindest ist mal so die Theorie. Wenn du noch 6 Stunden in der Lage bist, dann gibt es Wasser im Sieb, also nichts. Solltest du aber noch in der Lage sein oder nur noch in der Lage sein, zwischen 3 und 6 Stunden pro Tag einer Tätigkeit nachzugehen, dann gibt es die sogenannte halbe Erwerbsminderungsrente. Und wenn der Gesetzgeber der Meinung ist, du bist nicht mal mehr in der Lage, 3 Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit auszuüben, dann gibt es die volle Erwerbsminderungsrente, was auch nicht wirklich viel ist, meistens zwischen 50% und 60% vom letzten Netto. Um das ein bisschen anschaulicher für dich zu machen, ich habe 11 Kunden, die Berufsunfähigkeitsrente beziehen, das ist relativ viel für einen relativ jungen Kundenstamm und nur ein einziger kriegt Erwerbsminderungsrente, die volle vom Staat. Das war allerdings ein Kampf, hat 3 Jahre lang gedauert, bis wir das bekommen haben. So, jetzt nehmen wir mal an, du fällst da rein, dass du keine Erwerbsunfähigkeitsrente kriegst. Trotzdem ist ja so, dass Vater Staat seine Schäfchen nicht verhungern lässt. Es gibt Hartz IV, also er fängt sie alle auf. Hartz IV bedeutet, auch wieder etwas einfach formuliert, dass der Staat sagt, mit ungefähr 400 Euro müsstest du leben können, zuzüglich der Miete, die übernehmen wir für dich auch, wenn sie angemessen ist, sagen wir mal jetzt einfach für ein Single ungefähr 500 Euro. Bitte nagelt mich niemand auf diese Zahlen fest, wir wollen es ein bisschen vereinfacht machen. Auf gut Deutsch sagt Fatih Staat, mit weniger als 900 Euro kannst du nicht leben. So, ist also ein Hartz-IV-Fall, wie man das so schön nennt. Jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, das gefällt mir alles nicht, das möchte ich privat aus meinen eigenen finanziellen Mitteln absichern. Dagegen gibt es verschiedene Versicherungen. Ich glaube, die weitverbreiteste und bekannteste ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Es gibt noch Dread Disease Versicherungen, es gibt Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, es gibt Pflegeversicherungen. Meine Empfehlung ist, erster Schritt sollte immer die Berufsunfähigkeitsversicherung sein, weil deren Schutz am umfassendsten ist. Und sollte das mal nicht gehen oder in wenigen Ausnahmefällen gibt es auch mal andere Lösungen, die sinnvoller sind, wie es eben immer so ist, dann würde ich erst auf eine der anderen Varianten ausweichen. Und welche Fehler man machen kann beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, das wollen wir jetzt in den nächsten Kurzvideos nochmal besprechen.